Peace Leute, was geht? Neues Video am Start von Sneeted. Ich bin der Burak und es sind einige Wochen her, dass ich mein letztes Video auf diesem Kanal gedreht habe. Der Sali war ja bereits aktiv die letzten Wochen, aktiver als ich. Es hat einen besonderen Grund und zwar, wir haben vor ungefähr einem Monat unseren Online-Shop www.sneeted.com gedroppt. Wir haben den Shop gelauncht, es war einiges los, es war sehr stressig, so dass wir nicht so viel Zeit für YouTube hatten. Das tut mir vom ganzen Herzen leid, wir werden aber von nun an unser Bestes geben und euch wie sonst auch immer mit dem besten Content, mit Sneaker-News, mit Unboxings und so weiter und so fort beliefern. Ich möchte aber nicht um den heißen Brei reden, denn im heutigen Video werden wir uns einen etwas besonderen Drop angucken, der Gesprächsthema Nummer 1 war in den letzten Wochen. Im heutigen Video geht es um den Nike Air Jordan 1 in Kollabo mit Travis Scott. Um genauer zu sein, um den Olive Colorway. Richtig geiles Ding, aber gleich nach dem Intro mehr dazu. Peace. Hier haben wir das Ganze auch schon, Leute. Wir haben zwei Dinger. Hier seht ihr auch schon, ganz klein, sehr süß. Auf jeden Fall, hier haben wir das schöne Ding. Wir haben euch ja schon Wochen vorher schon darüber berichtet, dass der in diesem Zeitraum droppen wird. Endlich ist es soweit. Das Ganze ist in einem Woman's Size Run gedroppt worden und der offizielle Release war der Mittwoch. Am Dienstag gab es bereits schon Exclusive Access Vorgänge. Und man sagt, dass in Europa ein Drittel bis die Hälfte der Stocks per Exclusive Access weggingen. Also eine jede Menge. Bei dem Olive Colorway gehen wir von einem Stock von weltweit 150.000 Paaren aus. Das ist um einiges höher als die älteren Drops. Ich habe aber in mehreren Foren gelesen, dass der Europa-Drop sich um 21.000, 22.000, 23.000 belief. Es ist nicht viel, Leute. Also es ist definitiv nicht viel. Klar waren die älteren Travis-Reihen etwas limitierter, aber hier hatte dann auch der ein oder andere eine höhere Chance, das Ganze zu koppen. Das Ganze wurde bis zu Size Run 44,5 gedroppt. Ich meine von 36 bis 44,5. Und dann gab es noch eine jüngere Kinder-Size Run, welches bis Size 35 ging. Und dann gab es noch eine für ganz kleine Kinder, welches, und zwar der hier. Ich hatte das Glück, ein Woman's Size Run und ein Baby's Size Run zu koppen. Ich werde jetzt nicht viel um den heißen Brei reden und packe das Ganze mal aus und schauen uns mal die einzelnen Punkte an, wie Verarbeitung, Colorway und das Übliche. Wir haben hier eine ganz klassische Air Jordan 1 Kartonage. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass wir hier die Olive Colorways haben. Hier haben wir schön einen Olivton. Wir machen das Ganze mal auf. Darf natürlich nicht fehlen, das schöne Papier vom Travis Scott Air Jordan 1er. Ausgepackt sieht das Ganze so aus, Leute. Ich habe hier einen Size 39. Leider. Ich hätte mir gewünscht, den in meiner Size zu koppen und den auch gerockt. Leider, was heißt leider? Hier haben wir eine 39. Immerhin haben wir den on hand und können euch das so schnell wie möglich abliefern, damit ihr, falls ihr Bock auf den habt, auch sofort zuschlagen könnt, denn die Preise sind aktuell noch sehr akzeptabel. Zum Resale-Preis und ob man den halten oder flippen soll, dazu komme ich aber später, also bleibt dran und nicht wegschalten, Leute. Hier haben wir den Olive Colorway, wie der Name es auch schon verrät, haben wir hier wirklich schöne Olivtöne. Die untere Sohle, ich packe das andere mal weg, die Sohle schön grün gehalten. Hier haben wir unser Swoosh-Logo und natürlich unser Reversed Swoosh darf bei einem Travis Scott Air Jordan 1 nicht fehlen. Ich bin euch ehrlich, Leute, mein erster Eindruck ist positiv. Nicht überrascht, aber ich bin wirklich positiv, denn der Olive Colorway war jetzt nicht unbedingt mein Favorit unter den Travis Scott Air Jordan 1. Aber wenn ich mir den jetzt so angucke, sieht der schon ziemlich clean aus und ich finde, dass man den auch mega geil jetzt im bevorstehenden Sommer rocken kann. Welches Material haben wir verwendet? Das Swoosh-Logo fühlt sich sehr weich und angenehm an. Es wird sehr wahrscheinlich Wildleder sein. Hier haben wir ganz normal, ganz klassisch Glattleder
verwendet. Ansonsten haben wir hier Powerbox in einem schönen schwarzen Wildleder gehalten. Sieht sehr geil aus. Das Wildleder fühlt sich unnormal krass an und sehr hochwertig, welches ja leider bei Nike nicht mehr so der Fall ist. Die Qualitätskontrollen lassen nach. Qualität der Dunklows, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Einige Jordan-Modelle, die leiden aktuell unter Qualitätsmängel, was nicht so toll ist. Immerhin zahlt man 150, 200 Euro für diese Dinger. So viel dazu, Leute. Ansonsten, ganz im Groben, sage ich mal, ist das ein ganz klassischer Air Jordan 1 Travis Scott. Wenn wir uns die Sohle angucken, die Innensohle, ich werde euch aber auch Bilder diesbezüglich einblenden, haben wir hier anders wie die älteren Modelle ein anderes Motiv, passend zu seiner aktuellen Kollektion, welches auch auf der Nike Sneakers App gedroppt worden ist. Das waren natürlich aber diesmal Damen-Pieces und ja, das Ganze sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wurde zwar für Women's gedroppt, aber natürlich heißt das nichts. Leute, wenn ihr euch eine passende Size wie 43, 44 in meinem Fall gegönnt habt, dann rockt den auf jeden Fall. Mega geiles Ding. Aktuell belaufen sich die Preise vor allem jetzt bei Männer Size bei 500 bis 600 Euro. Im Vergleich zu den älteren Travis Scott Modellen ist das ja gering. Unter anderem liegt es daran, dass wir hier einen Women's Size Run haben und die Stockzahlen etwas höher sind und aktuell der Sneakermarkt eh ein bisschen brüchig war, einfach aufgrund von Corona, der ganzen Krise und so weiter und so fort. Die Menschen haben halt weniger Geld zum Ausgeben. Die Frage aller Fragen, ob man den halten soll oder ob man den flippen soll, da bin ich fest der Überzeugung, dass man den nicht verkaufen soll. Die Big Size ist sowieso nicht, Leute. Ich kann euch sagen, die 43, 44er gehen aktuell knapp 900 Euro. Der Grund ist, dass das aktuell, laut aktuellem Stand, der letzte Air Jordan 1 Low Travis Scott ist. Die Abmachung ist zu Ende. Das war so ein Paket, müsst ihr euch vorstellen. Als erstes kam der Jordan 1 Low Mocha raus und dann kam der Fragment raus und dann kam der Black Phantom, der Reverse Mocha, also umgekehrte Reihenfolge, und dann kam der Olive Colorway raus. Wir haben hier schön 5 schöne, clean Modelle. Jedes einzelne davon ist wirklich ein Augenschmaus. Ist wirklich ein Brett. Richtig geile Dinge. Am liebsten hätte ich jetzt alle. Wir haben Sali alle 4 Modelle. Leider nicht den Black Phantom. Ansonsten sind das wirklich, wirklich sehr geile Dinge. Und aus dem Grund werden wir die Paare, die wir haben, nicht verkaufen. Wir werden die ein wenig stocken. Ansonsten sind wir auch auf der Suche. Wenn ihr einen 44er habt, schreibt uns ruhig auf Instagram an. Wir kaufen die euch an. Wir sind auf der Suche nach 44, um das Ganze zu rocken. Viel gibt es aber auch nicht mehr diesbezüglich zu sagen, Leute. Wie gesagt, hier haben wir wirklich ein richtig geiles Ding, Leute. Ihr macht damit auf jeden Fall nichts falsch mit. Vor allem, wenn ihr den im Retail bekommen habt. Bevor ich das Ganze aber vergesse, haben wir hier schöne weiße clean Laces. Die Besonderheit von den Travis Laces ist, dass die quasi noch so eine Schicht drüber haben, dass das Ganze so sehr glatt ist. Dann haben wir hier schwarze Laces, rote Laces und Olive Laces. Ich würde eher auf weiß tendieren oder sogar auf Creme gehen, weil das einfach mit der Sohle gut übereinstimmt. Ich denke mal, ich wäre hier auch bei weiß geblieben. Ansonsten richtig geiles Ding. Leute, ganz wichtig, wenn ihr solche Bretter anzieht, ganz, ganz wichtig, immer Crease Protector anziehen, so dass der Sneaker auch so lange hält wie möglich und ihr hier unnötige Creases vermeidet. Für alle Stocker, die aber meinen, nee Mann, das ist der letzte Travis Scott Air Jordan 1er, ich möchte den auf jeden Fall stocken und auf keinen Fall verkaufen, dann empfehle ich euch hier den Sneaked Shrink Wrap. Damit könnt ihr eure Sneaker schön einfolieren, womit unnötige Staubflecken, Fettflecken und sonstige Drecke vermeidet, sodass der Sneaker auch nach 2 Jahren, nach 10 Jahren so wie neu aussieht. Wie gesagt, Leute, unser Shop ist online, sneaked.com. Wir haben da schöne verschiedene Laces, Shrink Wraps, Sneaker Freshener, ganz wichtig für die Hygiene natürlich, dass der Sneaker auch schön durchatmet und am Ende noch einen schönen, angenehmen Duft mit sich trägt. Wir haben auch für unsere treuen Abonnenten einen Rabattcode unter der Beschreibung. Also wenn ihr Bock drauf habt, checkt ruhig unseren Shop an. Ansonsten, Leute, wenn euch das ganze Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Channel und dann würde ich sagen, genießt das Wetter. Peace!